Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Moment mal, stopp. Was ist das? Ich habe ganz ehrlich gesagt keine Ahnung und habe es bis heute auch nicht rausgefunden. Und in den letzten 2 Minuten der Aufnahme ist es auch nicht mehr da. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie sehr es einen aufregt, wenn man ein schönes Q&A eine halbe Stunde in einem Auto aufnimmt, 3 Tage später es schneiden will und merkt, holy shit, man hat die ganze Zeit irgendwas richtig Widerliches zwischen den Zähnen. Ah, das war schon für mich auf einem relativ hohen Nervigkeitslevel, weil das Q&A auch zeitlich vom Vlog her relativ wichtig war, weil wir in diesem Vlog von Los Angeles nach San Francisco gefahren sind. Und ich wollte jetzt nicht einfach den nächsten Vlog vom nächsten Tag hochladen, weil wir dann plötzlich in San Francisco sind und niemand checkt, was überhaupt losgeht. Und außerdem wollte ich euch auch euer LA Q&A bzw. Hashtag LaQuanda nicht vorenthalten. Und deswegen spreche ich jetzt quasi hier gerade aus der Zukunft zu euch. Es kommen noch Vlogs, die technisch gesehen in den letzten Tagen spielen, aber von eurer Sicht aus erst in den nächsten Tagen. Viel zu kompliziert. Und deswegen sitze ich gerade an einem Flughafen, obwohl jetzt hier eigentlich auch gerade überhaupt gar kein Flughafen dran wäre. Aber ich würde sagen, ich fackel nicht mehr länger rum und lasse euch mit diesem ganzen Rumgelaber in Ruhe, denn es ist Q&A-Time und jetzt legen wir los. Rico fragt, was sagst du zur Nintendo Switch? Hashtag LaQuanda. Ich finde die Nintendo Switch übel cool. Ich bin allgemein, was Videospielkonsolen angeht, übelst der Nintendo-Fanboy, weil ich jetzt nicht jemand bin, der irgendwie sich viel Zeit nimmt, um irgendwie alleine eine Kampagne durchzuspielen oder so, sondern eher der Typ bin, der gerne mit Freunden zockt. Und dafür sind Nintendo-Konsolen immer die besten gewesen in den letzten Jahren. Und Nintendo Switch macht das Ganze natürlich noch viel einfacher, weil man das Ding mitnehmen kann und zum Beispiel in einem Zug oder in einem Fernbus oder so einfach eine riesige Runde macht. Mario Kart zu schmeißen oder so. Und deswegen bin ich total pumped auf das Ding. Ich hoffe, dass ich es mal in die Finger bekomme, um mir das ein bisschen genauer anzuschauen. Und ansonsten halt spätestens zum Release. Denn ich habe eine vorbestellt zusammen mit Zelda Breath of the Wild. Quentin oder Quentin fragt, Hashtag LaQuanda, hey Felix, wirst du dir auch eine Mavic Pro kaufen? Und die Antwort ist ganz klar, ja. Ich hatte ja jetzt für die Reise die Mavic Pro von Valentin ausgeliehen und ich bin absolut in love. Also ich brauche das Ding unbedingt. Und ich habe auch schon DJI angeschrieben, damit die mir mal eine zum Testen rüberschicken. Und naja, die wird sehr bald auch bei mir zum dauerhaften Arsenal dazugehören. Die nächste Frage kommt von Hendrik, Hashtag LaQuanda, wo fahrt ihr noch? Ihr müsst unbedingt in den Yosemite Park. Und ja, die Frage hat super gut gepasst, als es Quanda noch in einem Auto aufgenommen war, weil da konnte ich dann nach rechts zeigen und sagen, guck mal, da ist Yosemite, aber wir fahren gerade dran vorbei. Denn leider hat es zeitlich nicht mehr gereicht, Yosemite mit reinzuquetschen. Ich wäre übel gern noch nach Yosemite gefahren, weil es ein super schöner Nationalpark ist. Aber leider Gottes hatten wir dafür keine Zeit mehr. Aber ich bin mir sicher, ich komme irgendwann in meinem Leben nochmal in die Gegend. Passe fragt, Hashtag LaQuanda, könntest du dir vorstellen, in irgendeinem anderen Land zu leben? Und wenn ja, in welchem? Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in einem anderen Land zu leben, weil ich es ja auch schon mal gemacht habe. Ich habe 2 Jahre lang in Griechenland gewohnt und dort ein Praktikum gemacht. Das hat mir richtig gut gefallen. Zurzeit genieße ich es auch wieder, in Deutschland zu leben, weil dort irgendwie der Zugang zu neuer Technik viel, viel einfacher ist, als es in Griechenland war. Ich kann mir auch gut vorstellen, in Zukunft mal irgendwie ein Jahr oder so in New York zu leben oder so. Da hätte ich mega Bock drauf. Ist natürlich finanziell super schwer, weil New York zum Beispiel richtig, richtig teuer ist. Aber prinzipiell vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall. Janis fragt gleich passend dazu, was war dein schönstes Erlebnis in deinem Leben außerhalb Deutschlands? Hashtag LaQuanda. Und die Aufnahme aus dem Auto schneide ich euch einfach mal kurz rein, denn ich habe die Frage an Ellie weitergegeben. Gott, du hast so viele tolle Sachen gemacht. Überleg mal, es hat was mit dir zu tun. Ja, ja, das habe ich mir jetzt gedacht, dadurch, dass du mich fragst und auch weil ich dich erkenne. Aber wir haben auch zusammen haben wir so viele tolle Sachen erlebt. Du warst nicht bei mir. Ich glaube, das ist die Istanbul-Nacht gewesen. Ja, echt? Richtig. Echt? Ja, was ist da passiert? Das ist die Nacht, wo wir zusammengekommen sind. Felix ist von Deutschland zurück nach Griechenland geflogen und hatte Aufenthalt mit dem Flugzeug so lange, dass er diesen Flughafen verlassen hat und die Stadt von bei Nacht angeguckt hat. Und ich war zu Hause und wir haben halt miteinander ganz viel gechattet und dann hat Felix mir kurz bevor, nein, als er dann angekommen ist, seine Liebe gestanden und rausgekommen ist das, was wir bis heute haben.
Crocetten. Ja, ich weiß, klingt vielleicht ein bisschen kitschig, sowas zu nehmen, aber ich habe so viele coole Sachen schon im Ausland erlebt und so viele coole Sachen auch schon in Deutschland erlebt, dass für mich mittlerweile die wertvollen Momente nicht mehr die sind, wo man irgendwas Cooles gemacht hat, sondern wo man irgendwas Besonderes mit Menschen erlebt hat. Und was könnte es für einen besondereren Moment geben, als der Moment, wo ich mit meiner allergrößten Liebe zusammengekommen bin. Ja, ich hör schon auf rumzuschreiben. Und übrigens, nur dass ihr es wisst, wir haben uns schon vorher gekannt. Also wir sind nicht irgendwie, haben sich über Facebook Messenger kennengelernt und sind dann direkt zusammengekommen. Nein, wir kannten uns vorher schon und dann wurde das Ding nur über einen Messenger fix gemacht. Max fragt, Hashtag Laquanda, Ford Mustang oder Chevrolet Camaro? Eindeutig Ford Mustang, weil er viel geiler aussieht. Ist aber nur meine Sicht auf die Dinge. Christian fragt, Hashtag Laquanda, was sollte man auf jeden Fall machen, wenn man in Kalifornien ist? Ich würde sagen, bei In-N-Out Burger einen Protein-Style-Burger essen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen ein komischer Pick, weil es natürlich so viele interessante Sachen in Kalifornien zu sehen gibt, aber einen Burger, der kein Brot hat, sondern Salat, das fasziniert mich immer noch. Ich habe jetzt irgendwie in der Zeit, wo wir in den USA waren, schon 5 oder 6 von diesen Dingern gegessen und begeistert mich immer noch total. Also In-N-Out Burger, Protein-Style, kann man auf jeden Fall mal machen. Maximilian fragt, Hashtag Laquanda, was hat dir auf deiner Reise bisher am besten gefallen? Der Protein-Style-Burger. Eindeutig. Nee, Quatsch. Also es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge andere Sachen, die mega cool waren. Allgemein, die CES war mega beeindruckend, Grand Canyon war geil, dass wir einen Mustang hatten, mit dem wir rumfahren konnten oder noch können, aus dem Zeitpunkt, wo ihr den Vlog seht. Es gab super viele geile Sachen. Also da was Bestes rauszupicken, ist schon ganz schön schwer. Aber wenn ich es wirklich müsste, würde ich vielleicht die Jagd nach dem Hollywood sein mit dem Mustang durch die Hollywood Hills nehmen. Weil vielleicht kam es im Vlog nicht ganz so rüber, aber Ellie und ich hatten zu dem Zeitpunkt wirklich die geilste Laune überhaupt. Wir waren wirklich so drauf und dran, so hey, wie kommen wir noch näher an das Schild dran? Hey, wie können wir noch geiler einen Drohnenshot von dem Schild machen? Und wir waren in bester Laune da und es war ein richtig geiler Tag. Von daher würde ich wahrscheinlich das nehmen. Julian fragt, findest du, dass es ein bisschen das Feeling zerstört, wenn du die ganze Zeit über filmst oder steigert das den Spaß? Hashtag Laquanda. Und ich muss die Frage irgendwie mal ein bisschen anders darstellen, denn ich habe so das Gefühl, dass du die irgendwie aus ein bisschen einem falschen Blickwinkel stellst. Weil für mich klingt die Frage so, wie als würdest du fragen, hey, macht es einen Spaziergang nicht kaputt, wenn du 42 Kilometer weit rennst, also einen Marathon läufst? Und es macht den Spaziergang nicht kaputt. Es ist was anderes. Es ist kein Spaziergang mehr. Es ist ein Marathon und eine Vlogreise ist was ganz anderes als Urlaub. Vielleicht kommt es in den Videos so rüber, als ob wir die ganze Zeit nur Spaß hätten und coole Dinge machen und unser Tag von morgens bis abends nur mit Durchpowern und lustiger Action vollgestopft ist. Aber es ist nicht so. Vloggen ist zumindest mit dem Qualitätsstandard, den ich erreichen will, unfassbar zeitaufwendig und unfassbar anstrengend. Und dementsprechend bleibt von dem Urlaubsteil nicht sonderlich viel übrig. Den Urlaub, den wir quasi machen, ist das, was ihr in den Vlogs seht. Und alles, was sich drumherum befindet, ist einfach nur mega viel Arbeit. Ich schneide ungefähr 6 Stunden am Tag diese Vlogs, damit die irgendwie rechtzeitig online gehen können. Ich muss das meistens nachts machen, also habe enormen Schlafmangel, um es irgendwie bewerkstelligen zu können. Man muss die ganze Zeit die Kamera dabei haben und sich überlegen, hey, was filme ich als nächstes, wie will ich das am besten in Szene setzen, und selbst wenn man dann mal was filmt, kann es sein, dass man 10.000 Takes braucht, weil man sich wieder irgendwie total verplappert oder so. Und es klingt jetzt vielleicht negativ, aber es macht mir schon extrem viel Spaß und ich gehe darin voll auf, weil Film ist absolut meine Leidenschaft. Ich bin ein Filmmaker durch und durch. Ich habe ein Filmmaking-Tattoo auf meinem Arm, ja? Und Reisen ist auch meine Leidenschaft. Und das so miteinander verbinden zu können, ist das größte Glück, was ich irgendwie in meinem Leben gefunden habe. Dass ich sagen kann, hey, ich gehe auf eine fette Reise, dokumentiere die und kann die irgendwie durch die Videos auch noch refinanzieren. Das ist absolut grandios. Aber es ist halt einfach kein Urlaub, sondern es ist eher so, als wäre man auf einem Dreh für einen Abenteuerfilm. Und ich liebe es, auf dem Dreh von einem Abenteuerfilm zu sein, aber entspannt ist es halt wirklich beim besten Willen nicht, auch wenn man das vielleicht bei den Videos im Endeffekt nicht so ganz merkt. Die nächste Frage kommt von Izzy News und zwar fragt der Hashtag Laquanda, wie würdet ihr die Stadt, wahrscheinlich LA, mit einem Gesichtsausdruck beschreiben? Und ich würde eindeutig sagen, so. Und das ist das Gesicht, wie ich aussehe, wenn ich mich total überfressen habe, weil ich die ganze Zeit nur mega ungesunden Scheiß bei In-N-Out esse. Ja, also in L.A. sich gesund zu ernähren, ist schon super, super schwer. Und der andere Gesichtsausdruck wäre wahrscheinlich so.
weil man einfach nicht fassen kann, was um einen herum passiert. Man fühlt sich irgendwie so wie in Film oder wie in GTA und das bringt einen jedes Mal ins Staunen. Aber Ellie hat auch noch einen coolen Gesichtsausdruck gemacht, den ich auch im Auto gefilmt habe, den blende ich euch mal jetzt noch hier ein. Keine Ahnung, ich würde es mit dem Smiley, der die Sonnenbrille auf hat, beschreiben. Also dem grinsenden Sonnenbrillen-Smiley, keine Ahnung, weil es ist die meiste Zeit sonnig, die Leute haben, es ist immer so ein bisschen Urlaubsfeeling dort. Es ist am Strand gelegen, die Stadt, und es ist, keine Ahnung, wir sind alle super gechillt hier. Liegt vielleicht auch daran, dass man super einfach an Weed rankommt. Aber nein, einfach eine super gechillte und fast urlaubsmäßige Atmosphäre hier. Deswegen Sonnenbrillen-Smiley. Thomas fragt, wie lange habt ihr den weißen Mustang gemietet und was kostet das? Ja, wir hatten das Ding für 11 Tage jetzt insgesamt und gekostet hat das, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwas zwischen 600 und 700 Euro. Und es klingt vielleicht erstmal ein bisschen happig, aber da ist auch eine ganze Menge drin. Zum Beispiel Versicherung für junge Fahrer, weil ich bin ja erst 22 und Sportwagen sind meistens erst ab 25 Euro dann in der Versicherung ein bisschen anders klassifiziert. Das heißt, da muss man den jungen Bonus quasi nochmal mit draufschlagen. Wir hatten unbegrenzte Meilen. Wir hatten eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung und ganz viel solchen Spaß, der eigentlich sehr angenehm ist, wenn man mal doch irgendwelche Probleme mit dem Mietwagen haben sollte. Und ich würde auch im Endeffekt sagen, dass es sich gelohnt hat. Ich meine, es kostet ungefähr so viel wie ein Flug hin und zurück und es macht die Reise schon super viel besser, weil in den USA braucht man einfach irgendwie ein Auto. Die ganze Stadt, beziehungsweise das ganze Land ist so konzipiert, dass man einfach überall mit dem Auto am besten hinkommt. Und wenn man eh schon Geld für einen Mietwagen da lässt, dann naja, rutscht einem schnell der Finger aus, um dann stattdessen einfach einen Mustang zu nehmen. Und ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich kann es jedem eigentlich auch nur weiterempfehlen. Also mit Mustang Cabrio durch USA fahren, das ist schon ein Feeling. Also das ist schon geil. Zu guter Letzt fragt noch der gute Jason, sag mal, was hältst du von der Hollyweed-Aktion? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber passend zum Jahresanfang hat irgendjemand beim Hollywood-Logo, also bei diesem großen Schriftzeichen, bei den O's Teile abgehängt mit schwarzen Tüchern und mit weißen Tüchern Sachen dazugehängt, sodass im Endeffekt dann nicht mehr Hollywood, sondern Hollyweed stand. Und naja, das ist dann tatsächlich auch ein Weilchen da oben geblieben, bis es irgendjemand wieder abmontieren musste. Und ganz ehrlich, ich fand es total witzig. Das ist genau mein stumpfer Humor, so, da steht Weed, haha. So, es war kein Vandalismus, weil er hat das mit Tüchern gemacht, so, da ist nichts kaputt gegangen. Von daher, ich fand es einfach nur genial und ich hatte auch das Gefühl, dass viele LA'er, also Einwohner von LA, wie sagt man, Los Angeleser, das Leute ja aus LA, dass sie das auch irgendwie witzig fanden. Zumindest hat unsere Airbnb-Vermietungsfrau aus LA das gesagt, dass sie das alle geil fanden und witzig fanden. Und es widerspiegelt auch so ein bisschen den unterschiedlichen Humor. So, in Deutschland hätte man bestimmt gesagt, so, boah, Vandalismus, einsperren sollte man sie alle. Und in LA sagt man halt einfach so, ja, lol, da steht Weed. Jamal, what did you think when you first saw the Hollywood sign? I thought it was amazing and I had to come see it for myself. Aber gut, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem LA Q&A, dem Hashtag LaQuanda. Nach eurer Zeitrechnung fahren wir jetzt noch weiter nach San Francisco, wo ihr auch noch weiterhin ein paar Vlogs von sehen werdet in den nächsten Tagen, bis es dann irgendwann wieder hier ein Zusammentreffen gibt am Flughafen. Und ja, macht's gut. Vielen Dank fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Nie lässt du mich auch mal Tschüssi sagen. Tschüssi.